Arcos schlägt hier in Barcelona mit 4 neuen Smartphones auf. Und die haben es wahrlich in sich. Wie man ja schon sehen kann, eine schöne bunte Range, angefangen mit dem 64 Xenon. Ein riesen Schnitzel. Und ich muss vor allen Dingen auch mal die Rückseite zeigen. Erstens finde ich ja super praktisch, dass man diesen Ein-Aus-Standby-Taster hier auf die Rückseite verlagert hat. Weil zumindest in Linkshandbedienung ist da der Finger sowieso untergebracht. Große Klasse. Mit Rechtshandbedienung wird es ein bisschen schwierig. Da müsste man da mit dem Daumen rauf. Also von daher einfach Linkshandbedienung einfach. Was mir außerdem noch gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob man das in diesem Licht hier erkennen kann, das ist so ein Metallic-Effekt auf der Rückseite. Und ich versuche das jetzt auch mal hier gegen das Mikro zu halten, dass man es hören kann. Also das ist tatsächlich auch eine Struktur da drin, also wirklich ausgesprochen edel. Und wir reden über ein Gerät und jetzt kommt der Preis von 199 Euro ohne Vertrag, inklusive Steuern. So soll das gute Stück in Deutschland aufschlagen. 6,4 Zoll IPS-Display. Jetzt kommt der Haken, weil bei dem Preis muss ja irgendwas sein. Das ist nämlich in dem Fall die Auflösung. Das ist jetzt 720 x 1280 Pixel. Ist insofern kaum ein Problem, weil, wie gesagt, man kann ja auch Texte hervorragend lesen. Das ist es nicht. Aber es ist halt nicht das Allerschärfste. Das ist halt immer diese Frage Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wer es groß mag, aber eben ein kleines Portemonnaie hat, für den wäre beispielsweise dieses 64 Xenon ideal. Ansonsten wie immer bei Arcos, man sieht es auch schon, das ist das vollkommen native Android, also im Prinzip wie ein Nexus-Gerät, nur halt nicht offiziell von Google. Und das heißt also, wenn ich diese native Oberfläche haben möchte, dann bin ich hier auch an der richtigen Adresse, was sich meistens dann auch in den Updates auswirkt. So ist hier beispielsweise die Aussage, einige Geräte kommen mit Android 4.2, andere mit 4.3, aber alle kriegen ein Update, alle mit Ausnahme dieses kleinen, da ist es fraglich, da komme ich gleich nochmal drauf. Alle kriegen ein Update definitiv auf Android 4.4 und zwar im Juni diesen Jahres, wohlgemerkt. Von daher, also das ist doch auch mal eine konkrete Aussage, gefällt mir auch gut. Ansonsten auf die schnelle Quad-Core-Prozessor, wie immer haben wir es mit einem Dual-SIM zu tun. Das heißt also, ich kann zwei Karten einsetzen. Ich kann auch hier die Rückseite abmachen und wie gesagt diesen Akku da entnehmen, wie man sieht. Übrigens 2800 mAh bei der Gelegenheit. Alle Speicher lassen sich per Karte erweitern. Also in dem Fall sind es jetzt, das ist halt auch eine kleine Preisfrage, 4 GB intern, aber wie gesagt, eine Karte mit 64 GB lässt sich da erweitern. LTE fehlt allerdings, wie gesagt, bei dem Preis ist auch kein Wunder, aber Dual Cell HSPA, das heißt in 3G-Netzen und das ist ja vor allen Dingen auch eine Preisfrage, die sind ja günstiger, brauche keine LTE-Option, bis zu 42 Megabit pro Sekunde, hat doch was in sich. Hier haben wir es nochmal kurz in der Übersicht. Damit komme ich dann auch schon zum nächsten, dem 50 Helium, wie man sieht, 4G, das heißt LTE bedeutet dann immer kein Dual-SIM ausnahmsweise, aber dafür richtig schick. Mir gefällt das ja hier unten hervorragend. Richtig schönes Gerät. Auch da lässt sich trotzdem wiederum der Akkudeckel hier öffnen, wie man sieht. So sieht das dann aus. Wie gesagt, diesmal in dem Fall kein Dual-SIM, aber man hat es wieder gesehen, die SD-Karte lässt sich da einsetzen. Und das wäre dann das erste 4G-Gerät, also LTE-Gerät von Arcos. 5 Zoll Display, wieder 720 x 1280 Pixel. Der Snapdragon 400 ist drin, das heißt 4 Kerne, 1,2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher. Datenspeicher ist 8 GB und lässt sich wiederum mittels Karte erweitern. Und der Preis wird sein 229 Euro und das soll jetzt schon ab Anfang März auch bei uns in Deutschland verfügbar sein. So, jetzt kommen wir zu unserem kleinsten hier, das ist das 40B Titanium. Klein ist auch der Preis, 130 Euro knapp, auch ab Anfang März bei uns in Deutschland verfügbar. Und hier haben wir es dann mit einem 4 Zoll IPS, also alle IPS übrigens, 4 Zoll Display, 480 x 800 Pixel zu tun. Sehr handlich, also richtig kuschelig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt schön schmal und das ist immer das, wo ich sage, darauf kommt es dann an, wenn es subjektiv handlich wirkt, nicht auf die Breite oder die Gesamtgröße oder sonst was. Wenn es schmal ist, dann passt es einfach super in die Hand und hier kann ich eben halt dann, 4 Zoll ist ja bekanntlich iPhone-Größe, das heißt mit dem Daumen wirklich in jede Ecke auch reichen, völlig problemlos. Das hat dann eher was, wie gesagt, für die U-Bahn-Fahrer beispielsweise, die immer nur eine Hand frei haben oder für die Dauerschleife. Shopper, wie auch immer. Dual-Core-Prozessor, 1,3 GHz, 5-Megapixel-Kamera haben wir hinten und hier wieder dann Dual-SIM. Ich kann ja auch da noch mal kurz hier öffnen, dass man das dann auch noch mal sehen kann.
So sieht das da Intus aus, also wieder Wechselspeicher, Dual-SIM, Speicher erweiterbar. Ja, also das Übliche. Hier allerdings, wie gesagt, die große Frage, ob da ein Update auf Android 4.4 kommt, das wissen wir nicht. Kleines Trostpflaster vielleicht, ich weise noch mal kurz darauf hin, dass wir hier vorne so Stereo-Lautsprecher haben, also das ist dann vielleicht eher was für Musikfreunde, wie man auch schon unschwer am Hintergrundbild erkennen kann. Zielgruppe ist damit klar. So, und last but not least, jetzt kommt mein spezieller Freund, Octa-Core-Prozessor, das heißt 8 Kerne. Das reicht meine Hand schon nicht mehr. Mensch, da muss ich mir was überlegen. Also ein 8-Kern-Prozessor, 1,7 GHz von MediaTek in dem Fall. Und Moment, einschalten, glaube ich, kann man es auch. Genau, 5 Zoll Display, wiederum IPS, wiederum 720x1280 Pixel. Wiederum Dual SIM. Moment, wo haben wir es denn hier? Wo kann man es öffnen? Ich reiße es jetzt einfach mal hier unten auf. Genau, so sieht das dann aus. Also auch wieder austauschbarer Akku. Die Dual SIM, das kann ich ja auch mal vielleicht ganz kurz zeigen, wie sich das hier entnehmen lässt, haben wir da drunter. Denn da fällt mir ein, dass ich, glaube ich, beim Titanium was vergessen habe zu zeigen. Das finde ich nämlich auch noch erwähnenswert in dem Fall. Moment, so. Da befindet sich nämlich der Slot hier drunter. Das wollte ich kurz auch nochmal zeigen. Also wir sind jetzt hier kurz zurück beim 40B Titanium, dass man da sagt, hier brauche ich zwei verschiedene SIM-Kartengrößen. Nämlich die Mini, die ist auch 3G-fähig, also UMTS-fähig. Und die Micro, das ist so ein Doppelslot, die ist halt nur 2G-fähig, also GSM. Das wollte ich bei diesem auch unbedingt nochmal gezeigt haben, weil das ist ja nochmal eine Besonderheit, sollte man selbstverständlich auch wissen. Damit aber nochmal kurz zurück zum 50 Oxygen, wie gesagt, meinem speziellen Freund, dass man wirklich hier auch jetzt nochmal aufs Design achten muss. Ich klappe das Ganze auch nochmal zu. Wahnsinnig flach und dünn liegt das in der Hand und hat zwar, wie gesagt, kein LTE, dafür aber Dual-Core HSDPA, Akku 2000 mAh. Und auch hier wieder dieses, jetzt habe ich es natürlich ausgeschaltet, was ich immer sehr positiv finde, dieses native Android. Sehr schön dünn, 7,4 mm, Moment, hier muss ich es natürlich richtig zumachen an der Stelle. So, zack, 7,4 mm, 140 Gramm, also dieser typische Knäckebrot-Effekt und echtes Designgerät. Soll 229 Euro kosten und ab April auch in Deutschland verfügbar sein. So, jetzt habe ich die Geräte aber zur Genüge, glaube ich, hier auseinandergenommen. Das soll mal reichen als erster Eindruck von Arcos hier vom Mobile World Congress in Barcelona.